So, nun weiter geht's bei Pokémon. Wieder mit demselben Team. Wir werden aber wir haben jetzt ganz spontan unser Team gewechselt. Wir werden erstmal jetzt Max nach vorne hauen. Hallo, Claudi, was machst du hier? Ach nee, genau, ich hab den ja mal Berliner. Dene Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen, ha? Huh? Das ist so gut. Das ist so gut, ey, richtig gut. Ich hab lila Hosen. Tauburger, deswegen habe ich Max nach vorne geholt. Ja, Max, du wirst jetzt alle umnuten, ne? Volltreffer. Du Mistkerl, du böses. Böser Vogel. Böser Vogel, genau. Next kommt. Ja, erstmal Level up. 26. Wow, ganz schön hoch, ne? Garados. Da würde ich den Elektro nicht draußen lassen. Stimmt ja. Ja, ist ja keine doppelten Schaden dann. Nicht doppelten, vierfachen Schaden. Ich wollte eigentlich jetzt auf Pflanzen wechseln, aber stimmt ja, vierfachen Schaden. Sein Garados ist aber nicht so schlimm wie mein Garados. Sorry. Nicht so schlimm. Wie gesagt, sein Garados ist halt nicht so schlimm wie mein Garados, ne? Das ist sehr epic. Vor allem, warum setzt er danach Garados ein? Owei werde ich aber wechseln. Owei wissen wir ja hier, ne? Vulkani, go! Toll, ne? Vulkani, go! Oh, da hat jemand Husten. Geht's? Soll ich pausieren? Hat man das gehört? Hat man ja, das gehört? Hat man gehört. Ich habe mein Mikro ausgeschaltet, aber okay. Das war Magie. War's laut? Nö. Okay. Oh, am Süßtchen. Wie gesagt, wenn Pause haben möchte, sag Bescheid. Nee, war okay, aber das war gerade so. Und wir sind eingeschläfert. Den musste ich bringen, tut mir leid. Ekelsam. Wir wurden gepflanzt. Gut, dass wir nicht besamt geschrieben haben. Hust, Hust, Hust. Ich wollte gerade sagen, in 9 Monaten kommt das Kind, wa? Oh Gott. Das ist so schlecht. Das war's. Und Kadabra. Kadabra, da wechseln wir mal auf Lufisch. Lufisch kriegt auch wieder ihren Part hier. Ist schon fast 30. Ich darf kämpfen. Ich darf kämpfen. Auch nur wegen einer Sache. Und zwar bis... Nein, bis ist halt sehr effektiv, ist ja klar, ne? Ich glaube, nächste Runde will auch noch drin bleiben. Ich darf kämpfen. Ich frage mich sowieso, wie hat er sich Kadabra und Abra gefangen, ey? Ich meine, das ist viel so dumm zu fangen. Hast du, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Yep. Deswegen hat er nach dem ersten Mal auf. Vor allem, ne, ihr habt euch, habt ihr schon mal überlegt, er hatte vorher ein Radikal drin gehabt. Ihr seid Pokémon-Jungle, wo Pokémon begraben werden. Haben wir Radikal vielleicht umgebracht? Wir. Toll, ne? Vielleicht hat er es auch einfach in die Pokébox gelegt? Nee, glaube ich nicht, sonst hätte er das komplette Team voll gemacht. Ach so, er hat nur 5. Er hat nur 5, richtig. Mysteriös, mysteriös. Was? Du bist eh der harte Nuss. Ich bin es wohl aber etwas locker angegangen. 80 denn Pokébox? Pokébox? Wie macht sich den Pokédex, Nervensäge? Ich hab kürzlich ein... Tragagosso! Tragosso! Tossorosso! Tossorosso, genau, das wollte ich gerade sagen. Ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knocker. Naja, ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun, ich muss weiter. Dann wickelst doch, du Horst, ey. Dann bis später, call me. Maybe. Here's my number, baby. Oh Gott. So, wir tauschen mal direkt. Hier werden Geisttypen. Tossorosso. Tossorosso. Klingt cooler auf jeden Fall. Warte mal. Was macht denn der? Sie.
Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Silphscope, um sie zu erkennen. Ich glaube, wir können gar nicht weiter. Wir können gar nicht weiter. Wir brauchen das Silphscope und das kriegen wir erst in Saffronia City. Und ich gehen weiß. Wir hier nicht? Nein, wir kommen hier nicht durch. Was ist denn der Typi da unten? Welcher Typi? Geh nochmal rein. Verkauft der dir Sachen oder was? Wer der da? Der. Das ist eine Sie. Mann, die sehen ja alle gleich aus. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verderbliche Pokémon errichtet. Verderblich. Ich hatte Geschichte. 6. Klasse oder so. Hat man ja Ägypten und so ein Zeug behandelt. Und denn da stand irgendwas, ich musste so einen Text vorlesen. Und da stand was von fruchtbaren Schlamm am Nil, weißt du? Ich lese erstmal furchtbarer Schlamm vor. Hallo, ich bin der da haben wir ihn gefunden! Ich bin der offizielle Namenbewerber. Soll ich einen Spitznamen des Pokémon bewerben? Welches Pokémon soll ich den Kosenamen bewerben? Natürlich für Nidoking. Spitzname ist Nidoking oder ein schöner Name. Gefällt er dir denn noch immer oder möchtest du ihn ändern? Was möchtest du? Fragezeichen. Sehr schön. Und was möchtest du? Ja. Und wie soll dein neuer Kosename lauten? Michael. Michael. Schreibt man das Wort so? Mit H. E. Michael. Gut, oder? Hat der echt so geschrieben? Kannst du nachgucken? Ich habe meinen Browser nicht offen. Ich müsste sowieso mal nachgucken. Ich glaube, wir können mal eben ganz kurz pausieren. Nein, wir pausieren diesmal nicht. Das ist richtig so. Nein! Doch, Michael. Doch, müsste. Völlig von Nudel heißt der Pokémon Michael. Oder Michael. Wir sind natürlich Michael, ne? Wir hätten auch MJ nennen können, aber das wäre ein bisschen zu offensichtlich, oder? Das ist ein besserer Name als der vorherige. DJ. Nee, JB. Welch Glück für dich. Ui. BJ. Oh! Ah! Leute! Das geht nicht! Bastin Jeeber! Ja? Ah, nein, das geht nicht! Das geht nicht! Bastin Jeeber! Böse! Tschüss, pinkes Härchen, du! Hm? Pinkes Härchen sind mir gerade rausgegangen hier. Ich hab die Haare. Genau die. Wir suchen gerade jemanden. Und zwar meine ich, ich glaube, die gibt mir das. Du solltest dein ganzes Geld nicht für Getränke ausgeben. Stimmt. Versuch das hier. Und Tee. Tee. Gegen Durst ist nichts besser als äußer Tee. Er ist einfach am besten. Oh Gott, so gut. Ich hab doch richtig gelegen. Ich hab jetzt einfach mal so wild geraten und ich hab doch richtig gelegen. Jetzt kommen wir da rein. Es ist nicht besser als unser Tee. Oh, dieser Tee. Das heißt Tee. Tee. Er riecht so lecker. Oh. Verdammt, ich muss selber mal Tee trinken. Nee. Ich kann ihn haben. Wow, das ist nett. Danke. Pong, 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 pong. Gluck, gluck. Warte mal. Nee, ich kann es nicht nachmachen. Bei dir hat man schon gehört. Schluck. Falls du noch Saffronia City möchtest. Pong, pong, pong. Dann darf es passieren. Ich teile den Tee mit den anderen Wächtern. Und jetzt kommen wir hier durch. Und wir haben das Problem, wir sind überall Team Rocket. Hier ist Team Shocket. Genau, Team Shocket ist überall hier. Wir kommen nirgendwo rein, auch nicht in die Arenen und so, ne? Wir kommen doch mal hier rein. Ich bin der Wächter. Ach nee, hätte ich nicht gedacht. Völlig die Kinder lasse ich nicht hinein. Ich weiß nicht, wie man den Kerl zum Schlafen bringt. Was ist denn für einer hier? Mir juckt der Arm. Sehr interessante Info. Stelle merkt waschen. Warte, sag kein Wort! Du suchst dies hier, oder? TM29.
ist Psychokinese. Oh, ich habe Psycho-Scheiße gelesen. Ich habe Psychokinese vorgelesen. Sicher wenn er die Spezialfähigkeit des Gegners. Das ist sehr gut. Ich habe trotzdem Psycho-Scheiße gelesen. Psychokinese ist sehr gut. Ist ein sehr gutes Ding. Gutes Ding, genau. Das ist schön. Das ist schön, ja. Was ist das hier für ein Haus? Die Zeugen Jehovas. Pokémon Trainer Fanclub. Was, die Zeugen Jehovas? Wo sind die? Na da. Oh Gott. Die Namen von Trainern sind auf dem Schild eingeritzt. Ui. Geritzt. Eve, Emo. Was sagt denn der alte Opa hier? Wir alle hier sind Fans von Pokémon Trainern. Wie sie im Kampf auftreten. Austreten? Das ist der Inbegriff von Coolness. Wenn du, Coolness an einer sagt, genau. Wenn du weiterhin gewinnst, kann es sein, dass wir hier über dich sprechen. Ich glaube, hier kommen wir mal später mal wieder, wenn wir mal irgendwie die Top 4 oder so besiegt haben. Du kannst den ruhig auch mit so einer schönen Opa-Stimme sprechen. Ich kann ihn nicht so gut nachmachen. Täh. Oh, ich glaube, ins Pokémon Dojo kommen wir rein. Da müssen wir mal gucken. Psychokinese, vielleicht kann ich nur kein Psychokinese lernen. Glaube ich nicht dran, aber wäre ziemlich cool. Ich muss mal gucken, wer das lernen kann. Würde mich interessieren. Das war jetzt. Warum ist Psychokinese da? Gar keiner. Super. Schade. Haben wir sonst noch irgendwas, was vielleicht effektiv ist gegen. Was würde das denn machen? Das ist die Pokémon-Kampfarena. Das sind alles Leute. Einfach Psychokinese machen würde. Psychokinese würde ich damit einfach mal durchrocken. Nein, was das macht, meine Fresse. Schaden, mega viel Schaden. Ah. Meine Fresse. Unbefugter Zutritt zu unserem Kampfdojo verboten. Ich glaube, das müssen wir machen, damit wir weiterkommen. Mit dem, mit der Story. Schwarzgurt Shigeru. Cool, Shigeru. Hollow. Wir können natürlich jetzt auch Flugtyp einsetzen, aber ich würde mal einfach Michael einsetzen. Und wir haben ein Problem. Die sind ein bisschen höher als wir. Das A sieht aus wie ein G. Miguel. Miguel. Miguel, genau. Das ist schön, aber das Miguel mit U, mit G-U geschrieben wird. Ich weiß. Tja, ja, Spanier. Go, Michael. Oh, Geowurf. Wir bringen jetzt Schaden. Wir kriegen viel Schaden. Aber das macht nämlich Schaden, je schwerer das Pokémon ist. Quatsch. Genau, bring dich selber um. Klatsch. Macholo. Klatsch. Macho. Klatsch. Pratsch. Michgel. Mengi, kennst du Mengi? Ja. Affe. Ist ein Affe. Ich glaube, wir trainieren einfach mal ein bisschen unsere Teams so ein bisschen nebenbei. Wir trainieren? Trainieren. Trainieren. Ich weiß, du hast trainieren gesagt. Ich habe trainieren gemeint. Tut mir leid. Ich glaube, den kriegen wir aber nicht so schnell kaputt, Mengi. Der ist ziemlich hoch. Daneben. Hahaha, Noob. Noob. Was machst du da? So, und alle, die das Geräusch nervig finden, schreibt es unten in die Kommentare. Abonnieren, favorisieren. Ja, ihr wisst, wen ich meine, ne? Oh. Leute, wenn ihr erratet, welcher Tag heute ist, kriegt ihr einen Keks. Also genau heute, wo dieses Video erstellt wird. Genau, nicht jetzt, wo das hochgeladen wird, das zählt nicht. Das wäre ein bisschen blöd, wenn ihr den erratet. Okay, ich errate. Ich glaube, das kann man sogar erraten, was wir jetzt gemeint haben hier mit dem Dings. Haben wir nämlich vielleicht mal irgendwann mal schon mal gesagt? Vielleicht, möglicherweise. Vielleicht vor ein paar Wochen oder so? Und wir reden nicht von dem Video davor, von dem anderen Pokémon-Video, wir reden von dem anderen Video. Wo das vorkam, genau das, was ich gerade gesagt habe. Abonnieren, favorisieren. Und so weiter und so fort. Daumen hoch. Den Kerl, den ich nicht mag. Er, dessen Name auch nicht genannt werden darf. Ich glaube, ich habe drei Leute. Der mit H anfängt. Ich glaube, ich habe drei Leute, dessen Name nicht genannt werden darf hier. Voldemort. Voldemort und. Nein. Voldemort. Voldemort. Mein Dame darf nicht genannt werden. Echt nicht? Nee. Wenn man Lulu sagt, weiß man das doch schon. Wir haben es schon ein paar Mal Lulu genannt. Ja, nein, weiß man nicht. Stimmt. Eigentlich nicht. Alles Mögliche heißen. Wenn du Lulu sagst.
mein Name ist nicht so wichtig. Ach, mein Name ist auch nicht wichtig. What the? Willst du mich verarschen, Game? Klatschst du gerade in die Hände, oder was? Ja. Und dann die Hände zum Himmel. Zum Himmel. Und lasst uns fröhlich sein. Oh Gott. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Und dazu kann ich dann... Ich gebe auf. Und dazu gibt's dann das schöne... Jetzt kommt der nächste. Dazu gibt's dann das schöne, mit dem T-Rex. If you're happy and you know it, clap your hands. Oh, mein Hands hat sie. Du solltest sehr gut, du sollst sehr gut sein. Beweis es mir. Nö. Nö. Schwarzgurt Satoru. Michael. Michael, go Michael, go, du bist der King. Just beat it und so, ne? Just beat it. Beat it. So ist der Pate. Just beat it. Genau. Smooth criminal. Wie man ihr gleich sofort einen Ohrwurm verpassen kann damit. Aber es ist ja auch Ormon-Charakter. Ist ja auch gute Musik, deswegen. Das stimmt. Was wählen wir denn? Ich bin kein MG-Fan. Ich bin auch nicht so der Hardcore-Fan, aber ich find's gut. Ja genau, du bist der, wie war das nochmal, der BJ-Fan? Das war so schlecht. JB, Justin Bieber, nicht Bastard Bieber. Ew, wie kann man nur Fan von dem sein? Du bist kein Fan davon, oder? Nee. Gut. Obwohl ich sagen muss, er ist besser als früher. Und die Frisur steht ihm. Ich persönlich finde, nichts steht dem. What the? Eine Freundin am... Oh, er hat dich gekillt. Eine Freundin an meinem Geburtstag, wir hatten ja so eine Aufgabenzettel, ne? Oh boy. Und, du weißt ja, was das ist, ne? Ich hab gerade eine spezielle Attacke eingesetzt. Zerschneider. Nochmal eine spezielle Attacke eingesetzt. Nochmal sag ich das nicht. Du kennst doch diese, du weißt, was ich meine, oder? Diese Aufgabenblätter. Ja. Und sie setzt sich so dann abends, das ist schon so, keine Ahnung, 23.30 Uhr oder so, setzt sie sich so hin. Übrigens, ich muss euch mal was total Tolles erzählen. Wieso? Ja, was ist denn los? Ja, ey, Justin Bieber sieht mit seiner neuen Frisur so hammergut aus, das steht ihm so gut. Und sein neues Album erst und diese Single, Boyfriend, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich freue mich schon so auf dieses neue Konzert. What oh mein the fuck? Gott, oh mein und Schiedsrichter ein Punkt. Und auf jeden Fall, wir gucken sie so an. Ich sag so, ja, das ist deine Aufgabe. Sie so, nein, Mann, der sieht so übergut aus. Oh, ich stehe total auf den. Ew. Und alle gucken. Ich wusste, dass es ihre Aufgabe ist. Es war so offensichtlich, fand ich zumindest, weil ich weiß, dass sie ihn nicht leiden kann. Überhaupt nicht leiden kann. Und so alle gut anderen, so. Sie, ich kann auch nicht leiden. Alle anderen gucken sie so an zu so. Alter, Laura, ups. Was ist mit dir los? Keine Ausnahme, das ist mir zu hart. Ich zerrumme Steine mit bloßen Händen. Das mache ich auch, ne? Das mache ich mit den Zähnen. Was? Mit den Zähnen? Mit den Zähnen. Ich mach's mit dem kleinen Zeh. Ah ja. Ich mach so einen auf Beißer. Deswegen sehen die bei mir auch so krüppelig aus. Also. Krüppelig? Okay. Ich hab mal einen Arzt gefragt, ob die so sind oder ob ich mir da auch wehgetan hab. Okay. Oh oh, Energiefokus. Das heißt, nächste Attacke könnte ein Crit sein. Wow. Was machst du denn da für ein Schrotti? Ich wollte gerade gucken, ob ich ihm damit Schaden mache viel. Ist echt ein Crit, hab ich auch gesagt. Volltreffer. Ich wollte ihn vergiften, aber er ist ja vergiftet, gut. Weil das ist eher so ein starker Gegner, den wollte ich so ein bisschen, wie soll man sagen? Oh, oh, und, Michael ist down. Gibt's da einen Song, der passt dazu? Down, 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 down. Nein, von Michael. Take me, how do you makes me feel so. Na, 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 na. Wenn jemand den Song erkennt, bitte unten reinschreiben. Ich kenne auch woher, ich weiß nicht, wie der heißt. Baby, baby, here we all are crazy. Wie müssen die Leute eigentlich unten reinschreiben? Na, 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 na. Follow me down to
out of this town with you. Copyright, Copyright! Nee, ich sing's ja alleine. Das darf ich. Und über 27. Hui! Edmund. Da ich nicht wie das Original singe. Autsch, ich habe eine Prellung. Ist es legitim, ich darf das. Ich kenne den Song auf jeden Fall irgendwoher. Komischerweise hießen die anderen irgendwie, wie hießen die? Satoru und sowas und der eine heißt Edmund. Das ist richtig schön. Darum hab ich gar nicht gehabt. Edmund. Edmund ist ein sehr bekannter japanischer Name. Ist okay. Total verbreitet, Edmund. Ja, Stolmer. Genau. Stopp, zieh deine Schuhe aus. Genauso wie früher alle Mädchen Kevin heißen wollten. Nee, warte mal, alle Jungs wollten Steffi heißen, alle Mädchen Boris. Der ist Melvin! Melvin! Ich kenne sogar Boris. Ach nee, das ist ein Typ, kein Mädchen. Ich kenne Dörte. Dörte Sanchez. Oh Gott. Das würden wir schon auch wieder kennen irgendwie. Kevin Justin Pascal! Ich meine, wir haben schon Tosso Horso erwähnt, da müssen Leute auch erkennen, was das gemeint ist mit. Mit was? Hier Dings, Dirty Sanchez. Du nicht, ne? Ich nicht. Echt nicht? Ich nicht. Das kam in einem bestimmten Blog vor. Von der Person. Keine Ahnung, ich suchte die nicht so. Ich auch nicht, aber ich hab's mal gesehen. Irgendwann mal. Ich nicht. Ich weiß nicht warum, hab ich damals abonniert. Mittlerweile läuft ja nicht mehr so viel. Außer in der Sendung. Welche Person meinen wir wohl, schreibt es in die Kommentare. dann, ich sag's jetzt schon, die Kommentare werden entweder zu spammen oder es schreibt kein Mensch da rein und kein Mensch guckt es sich an, weil es nervt. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn es nervt. Das war der Beste. Das war der Allerbeste. Rasa. Ich werde es auch nicht mehr sagen. Das ist übrigens die Weiterentwicklung. Von was? Von Menki. Ja, das konnte ich mir denken. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Also total blind bin ich nun nicht. Ich habe keine Tomaten auf den Augen. Auch wenn das wohl sehr gesund für die Augen sein wird. Ew, echt? Keine Ahnung, ich weiß, dass schwarzer Tee gesund für die Augen ist. Also Teebeutel. Ich ich nehme den aus, den heißen Tasse schwarzen Tee und kipp den über die Augen. Nicht heiß, lauwarm. Oder Gurkenscheiben. Tja, Rasa, wird wohl auch. Nix, ne? Rasa ist down. Rasa habe ich auch schon überlegt, ob ich ein Team packe, aber nee, dann. Sarah verstanden. Ja, Sarah wird wohl nichts. Wie gesagt, Rasa habe ich auch schon überlegt, ob ich ein Team packe, aber nee, Ich gebe auf! Tja, Melvin, ne? Melvin? Ich dachte, er ist Kevin. Der heißt Melvin. Oh. Wie gesagt, ich skipp halt voll vor. Wir laufen da eh nur hin, das ist. Unwichtig. Sicher. Und jetzt kriegen wir den letzten Kampf. Willkommen! Ich bin der Karate-Meister. Ich leite diese Pokémon-Arena. Du forderst mich heraus. Ein Dojo eigentlich, aber naja. Also gut, ich kenne keine Gnade. Los! Wir kriegen gleich nur Pokémon, das war's. Kickli, das willst du doch eh nicht haben. Ich nehme das trotzdem mit. Unichi. Das hört sich aber eher japanisch an. Besser als Melvin und Edmund. Kann er nicht irgendwie Mitsubishi oder so heißen? Das sieht geil aus. Alter, ist Kikli stark. Ich glaube, wir werden gekillt. Sieht trotzdem übergeil aus, das Vieh. Jo. Kikli sieht allgemein, ich finde Kikli allgemein cool. Wo ich damals ausgesucht habe, wenn ich neben Turmkick, oh, Volltreffer, ist klar, ne? Alter, Junge. Sorry. Ich glaube, du wolltest mir was sagen. Nein. Und down. Das war halt. First down. Aber ich glaube, den werden wir schaffen. Wir haben genug Meat Shields und so, ne? Fleischschilder. Armer Max. Max wird ihn umbringen. Killen. Besiegen. Der Pokémon stirbt ja keiner. Qualvoll. Die Kehle aufschlitzen. Nocturne, da wechsle ich mal zu Vögel. Sich an seinem Blut laben. Du hast es gehört. Das habe ich gehört. Oh, es ist 22.22 Uhr. Jetzt hast du die Uhrzeit gesagt. Da oben. Das ist ein R, ne? Das ist trotzdem Knuffi. Nocturne fand ich nie so dolle. Ich fand Kikli cool. Es ist aber süß, Sweet. Ich meine, es hat ein Cheerleader-Rock an. Ein Cheerleader-Rock. Himmelhieb, oh, King Schaden. Himmel? Oder nee, Himmel? Himmel.
Was hast du denn verstanden? Himmel. Ich habe was anderes noch gedacht. Ich will gar nicht wissen, was du... Ich glaube, der setzt gleich Donnerhieb ein. Das kann der. Ja, nur Feuerschlag. Gut. Nur? Okay, bei ihm ist es gut. Okay, Kampf ist nicht, Unlicht ist nicht effektiv gegen Kampf, aber er ist zurückgeschreckt. Drachenwut, komm! Aber fisch richtig auf! Psycho ist gut gegen Kampf. Jo, deswegen habe ich gemeint, da. Psychokinese, aber konnte mir leider keinen beibringen. Yudichi! Arg, ich wurde geschlagen! Ich habe gerade Arr! Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Weißt du, so Dojo-mäßig, ich glaube, das ist so, Ja. Wenn du den Meister besiegst und alle und so, keine Ahnung, frag mich nicht. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon, wähle eins von beiden aus. Ich will beide haben hier, du. Da war einmal Kikli, das trittstarke Pokémon, oder Nocturne, der Meister des Boxkampfes. Ich will nehmen Kikli mit. Am Ende kann man beide auch kriegen. Trotzdem süß. Am Ende könnte man theoretisch auch beide kriegen. Kikli werden wir nicht benutzen, oder? Wenn wir benutzen, ich weiß es nicht. Wollen wir haben eigentlich nicht gesagt. Naja, eigentlich nicht. Wir haben ja Michael. Stimmt ja. Ich kann ja nennen. Also erinnere mich an jemanden, mit dem ich früher immer gezockt habe. Der hatte einen Slimog gehabt, das war Level 100. Das hat er nur genannt. Dein... Ein Verwandter von dir? Nein, nicht der. Ich weiß nicht mehr, wie man weiterkommt hier. Gut, das müssen wir vielleicht auch gar nicht wissen, denn der Part ist schon wieder zu Ende, so Leute. So gut wie zu Ende, ich weiß nicht, wie man hier weiterkommt. Aber ich glaube, ich werde sowieso nicht weiterfinden, das heißt, ich werde beim nächsten Mal dann nachgucken. Es ist echt ewig her, dass man mal Pokémon gespielt hat und so, ne? Eigentlich müsste der Sack hier mal pennen und so, aber will nicht. Ich sag aber bis zum nächsten Mal, ne? Tschö bei Pokémon und dann werden wir mal gucken, wie weit wir beim nächsten Mal kommen, ne? Natürlich wird es weiter, aber werden wir sehen, ne? Also dann catch you later und so, ne? Oh Gott. Tschö. Ciao.